Willkommen zurück zu Game and Wario. Heute mit dem lang ersehnten Gamer. Los geht's. 9 Volts Haus. Da wird wieder gezockt, bis die Schwart kracht. Und er hat endlich seinen Highscore geknackt. Mach erst deine Hausaufgaben. Alles klar. Was muss, das muss. Fertig. Da bekommen Sie Ihren Game & Watch wieder. Nein! Gar nicht so schlecht, die Mutter. Das Spiel Gamer funktioniert genauso wie die Wario-Wehrteile für Game Boy Advance, GameCube, DS und Wii. Auch schönes Titelbild hier. Der 9 Volt sieht so ein bisschen aus wie vom Mad Magazine, oder? Und wir können im 9 Volt Modus, das ist das mit der Mutter, was wir gleich sehen werden, nicht sehen, was auf dem Gamepad passiert. Also ihr seht die Mikrogames gar nicht. Das könnt ihr allerdings im 18 Volt Modus tun. Deswegen schauen wir uns das da mal an. Der kann nämlich hier ganz gechillt spielen, wann er will. Und das Ganze funktioniert nur mit A und dem Steuerkreuz. Nicht ausrutschen, ja. Upsa, juhu. Einfach nur A drücken. Wir haben 4 Leben. Bim. Exzellent gepopelt. Und wer jetzt auf den Geschmack kommt, der... Ich sag nur WarioWare Smooth Moves. Habe ich Let's Played, aber ich will auch die GameCube-Version. WarioWare Mega Party Games noch mit euch zocken. Bams. Es sind nicht viele Minispiele. Das muss man auch mal sagen. Die wiederholen sich dann oft. Ich weiß auch gar nicht, was zählen. Das war ein bisschen schnell. Man muss halt sauschnell reagieren und alles. Das ist halt die Besonderheit bei diesem, bei dieser Art von Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Mikrogames in der Game Boy Advance oder GameCube-Version schon so aufgetaucht sind. Könnte sein. Aber dass das Ganze hier mit Balloon Fight vonstatten geht. Was? Nein! Was hätte ich tun sollen? Ich wusste gerade nicht, was zu tun ist. Bats! Nein! Gibt's doch gar nicht. Ja! Mit der Rotze wieder eingeschnieft, den Kerl. Ha! Herr Wolski! Nur noch ein Leben, es darf nichts mehr schief gehen. Und jetzt der Puster! Da mal los, ab nach rechts. Ah nein, da fällt was vom Himmel. Wir kämpfen mit unserem... Ja, was haben wir da eigentlich? Ein Korken? Da werden wir ihm den Mund zukorken. Nein! Da haben wir es nicht geschafft. 18 Volt, tut mir leid. Hat er eine 3D-Brille auf? So eine uralte? Mit den 2 Farben? Okay, gerade nochmal. So, dam. Ja, ihr seht, es wiederholt sich. Aber ich habe auch gesehen, dass da noch mehr Level verfügbar sind. Kommen da vielleicht andere Minispiele? Wir werden sehen, wenn wir hier den erstmal schaffen. Ups! Da, wo die Rotze rausläuft, da will ich jetzt nicht unbedingt... Wir bewegen das kleine Kerlchen, der kam uns jetzt gar nicht in die Nähe. Ja, mach ruhig mal schneller. Aber im Story-Modus von Game & Wario macht man nur die 9-Volt-Variante. Also wenn man das zum ersten Mal spielt. Da sieht man etwas anderes auf dem TV-Bildschirm. Das wird 4. Juhu. Da könnt ihr euch schon mal... Könnt ihr schon mal gespannt sein. Was auch sehr cool ist, ja, aber ich muss euch oder sollte euch zuerst mal die Minispiele zeigen. Auch gerade, weil sie sich... Okay, er musste nach links. Hä? Warum hat's... ich hab's doch geschafft. Ich hab's doch ohne Witz geschafft. So. Ja, das... Was muss ich denn tun? Ach so, verstehe. Den T-Rex irgendwie ausweichen. So, jetzt wollen wir mal... den Mund vollstopfen.
los geht's. Ich komme, ist kein Problem. Ja, komm, pack mal. What the? Pack mal, da hast du. Maul zu. Yes. Wir sind die Besten. Wenn man einen Boss besiegt, bekommt man One-Up. Oh, Popcorn. Ich persönlich mag keinen Popcorn, irgendwie. Selbst im Kino. Nee. What the? Okay, sind dieselben Minispiele jetzt verändert, oder was? Keine Faxen da auf der Schallplatte. Nicht fallen. Ja. Mein Gott, was ist da mit den Zähnen los? Hipsa. Was? Die Bananenschale ist nochmal zu uns gerutscht. Wollte sich nochmal neu positionieren. Oh man. Verdammt, das habe ich jetzt nicht gecheckt auf Anhieb. Bäm. Bäm, bäm. Ach, komm. Was soll... Sehr gut, gerade noch so. Om nom nom. Nein, das war der falsche, oder was? Ah, Gottes Willen, ey. Ah, der ist fit, der Junge. Ich muss zweimal... Oh, da kommt der Kellner davor beim beim Augenarzt kommt ein Kerl. Das ist so ein Humor. Schon immer gewesen, da wird es auch immer bleiben. Ja, man hatte natürlich anfangs gehofft, dass der, dass dieses Spiel, Game & Wario, halt ein neues, großes WarioWare ist. Ist ja nicht so der Fall, aber immerhin hier haben wir so ein bisschen was. Da, Maul zu. So, mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, dem sein Rekord liegt bei 40, wie wir sehen. Anscheinend. Was guckt denn der den Leute hinterher? Das Popcorn. What? Boah, Super Mario. Nein. Wir waren ein Goomba. Wir waren ein Goomba. Nicht berühren. Er stand doch nicht berühren. Was soll man denn machen? Naja. Tschüss, Mann. Oh nein. Tschüss, Mann. Wollte gerade sagen. Ach nein. Ich war schon drauf. Oh. Aber Kerl, der hat sowas zu schlürfen da. Okay, wird ja wohl klappen. Gespannt, was hier Level 2 ist. Ist es der... Hä? Wie spiele ich das denn frei? Da musst du wohl die 40 erreichen, oder was? Krass. Okay, ihr kennt jetzt grob die Minispiele. Das sind dieselben, die jetzt auch hier auftreten werden. Da läuft das Ganze... Okay, Level 2. Aber machen wir erst nochmal Level 1. Dieses Spiel entstammt 9 Volts lebhafter Fantasie und wurde auf die... ja. Da stand doch, du sollst nicht wach bleiben, wenn du müde bist vom Videospielen. Das ist jetzt so, ich habe auf meinem Gamepad, was er in der Hand hält... Die Minispieler muss die jetzt lösen, ja? Blöde ist, es ist ja schon spät und er will zocken. Zocken. Aber was da passiert? So, wir fangen jetzt mal an. Das ist so probemäßig. Hier, Balloon Fighter. Gepopelt. Könnt ihr leider nicht sehen. Und da ich dachte, dass es nur so ist, habe ich das Minispiel hier, Gamer, so weit rausgezogen. Ich dachte, ihr seht wirklich nur, was auf dem Gamepad ist. Das ist ja nur Tutorial jetzt. Ihr werdet gleich geht's los, ja? Kommt eine Schwierigkeit hinzu, und zwar die Mutter. Geh ins Bett. Wir sind doch im Bett, Mann. Nee, wir sollen schlafen gehen. Gute Nacht. Sehr schön auch der Virtual Boy rechts, ne? Man erinnert sich an mein Let's Play zu Virtual Boy Wario Land oder der Game Test zu Mario Clash, also das Handheld von Nintendo 1995. Hätte ich nicht gedacht, dass die es irgendwie nochmal hier reinpacken. Und jetzt wollen wir zocken, obwohl wir eigentlich schon schlafen. Sollen. Versteck die Konsole, wenn Mama kommt. Das heißt, wenn die kommt, müssen wir ZL und ZR oder L und R gleichzeitig drücken, um uns schlafen zu legen. Ah, ich guck so ein bisschen kritisch, ne? Spielen ist angesagt.
Aber er ist müde. So langsam werde ich müde. Deswegen der Sicherheitshinweis, du sollst nicht zocken, wenn du müde bist. Ja gut, habe ich als Kiddie ganz, ganz früher mit Gameboy auch gerne gemacht. Nur da konnte man im Dunkeln nicht zocken wie heutzutage. Mit dem Game Watch schon gar nicht. Wenn Z und L gedrückt werden, sinkt die Energie von 9 Volt nicht während Mamas Stippvisite. 9 Volt schläft ein, wenn seine Energie erschöpft ist. Passt also gut auf. Also ihr seht oben die Energieleiste und immer wenn wir uns verstecken quasi, uns schlafen legen, schwindet die Energie. So, ich zocke jetzt auf dem unteren Bildschirm, ausweichen. Kommt der Fuß mal wieder. Ich bin gut ausgewichen. Da rauscht mein Fernseher. Die guckt aus dem Fernseher raus. Gibt's sowas? Und wir haben das Minispiel geschafft. Immerhin seht ihr ja da links, welches Minispiel das ist. Da steht eine 3. Jetzt habe ich das ja auch geschafft mit Nase bohren. Und wie viel Leben ich noch habe. Da ist sie. Die guckt am Fenster. Was für eine Psychomutter. Lass uns weiter zocken. Nee, da wollte mich jemand trollen. Jetzt schaffe ich das Minispiel nicht, doch. Okay. Das ist halt die Sache, du schaffst vielleicht das Minispiel überhaupt nicht. Okay, alles gut. Ich schlaf doch. So eine penetrante Mutter. Wäre ich aber nicht besonders happy. Schon wieder die Hand, die mich da veräppelt. Wir müssen es halt bis zum Boss schaffen und den besiegen, aber ich habe schon so viel Energie verloren, weil ich mich dauernd verstecke. Noch ist alles recht einfach, aber wartet mal. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt Boss-Time. Wir müssen jetzt hier den Pusteman wieder schaffen. Könnt ihr nicht sehen, ich kann ja anmachen hier, Video-Gamepad-Musik. Aber ich lasse es mal aus. Oh Gott, das war knapp. Ich habe halt auf Gamepad geguckt, ne, um das Spiel zu packen und nett. Was da im Fernsehen schon wieder abgeht. Oh, ey. Was war das denn jetzt? Aber wir haben es geschafft. Yeah, baby. Hat das eigentlich richtig cool gemacht. Ja. Kann man nicht anders sagen. Hat noch 13 Energie, 4 Leben, gibt jede Menge Punkte. Yep. Nochmal ein Level schwieriger. Mal sehen, was die Mutter sich dann einfallen lässt. Ja. Haben wir das Gezeigte im richtigen Leben nicht nach. So. Zocken, zocken. Das erste Spiel kann man eigentlich immer machen, oder? Nase gebohrt. Geschafft. Hören wir schon wieder was? Oh, da ist sie. Mann, die geht irgendwie die Treppe runter, oder was? Was ist das für ein Testbild im Fernseher? Meine Herren. Schlimm, schlimm. Voll Psycho hier, Mann. Aber kein Wunder, wenn man Virtual Boy im Zimmer stehen hat, dann könnte ich auch nicht schlafen. Der die Augen kaputt macht. Was kamen die denn angerannt, sag mal? Meine Mutter kam, als ich vielleicht 10 war oder so, vielleicht einmal noch mal rein, um zu gucken, ob ich schlaf. Höchstens. Aber das, selbst wenn du schlafen willst, der kommt jede Sekunde rein oder... Boah, die Katze, Mann! Da könnte ich nicht schlafen. Ey, was versucht die Katze da? Was macht denn die da auf, Mann? Was? Ha! Geh weg! Das ist nur ein alter Mann. Aber da... Hä? Die Mutter sollte sich mal mehr Gedanken über den Pedobär machen, der da an meinem Fenster nachts vorbeischaut. Okay. Haben wir jetzt wieder den Boss, oder was?
Na, T-Rex. Nein, verloren. Oh, die Katze. Nein! Geh weg! Geh weg, mein Energiemann! Hallo. Ja. Das hatte ich auch noch nie. Irgendwie, dass ich weggeratzt bin. Ja, das ist viel zu psycho, Mann. Okay. Auf ein neues. Macht aber Spaß. Das ist echt gut. Was sich hier jetzt abspielt, ist eigentlich zweierlei, wisst ihr? Ist eigentlich gut, dass sie sich so Ideen gemacht haben. Oh! Ich hab's. Ah. Die Katze! Fuck, ich hab's Minispiel verloren. Ich hab nicht drauf geachtet, Mann. Oh man. Das ist so geil. Okay, Nasebohren geschafft. Ja, guck mal hier, doppelt. Ah! Das will ich mal sehen, dass seine Mutter so aus dem Fenster rausguckt. Aus dem Fernseher. Dass da keine Wii U steht und am Fernseher ist ja alles. Ein Virtual Boy. Reicht vollkommen aus. Ach, da ist schon wieder eine Perücke. Perücke. Wer hat den Fernseher angemacht? Ich hab's gesehen. Ich hab auf den Fernseher geguckt. Oh mein Gott. Das Spiel verloren. Oh Mann. Ich muss ja drauf achten. So. Das ist schwierig, sich auf 20 Sachen zu konzentrieren, Junge. Ach, mich doch nicht. Miau. Alter, also, was in deiner Gegend abgeht, 9 Volt? Ich würde mir mal Gedanken machen. Das ist keine erfüllte Kindheit. Nachts die Opas am Fenster gucken und die Katze reinspringt, also, ich weiß ja nicht mehr. Noch viel Energie. Und bin beim Boss. Wenn wir einmal von der Mutter erwischt werden, ist es vorbei. Haben wir sie überhaupt schon gesehen? Nee. Yes. Ich hab den Boss geschafft. Damit haben wir es eigentlich, oder? Und noch sau viel Energie. Dann machen wir jetzt Level 3. Den ich noch gar nicht kenne. Yes, man. Aber nur noch einen Dings gehabt. Yes. Also ich habe Level 2 schon mal gespielt, auch wenn da kein Highscore war. So, was geht in Level 3 ab? Das lässt sie sich noch alles einfallen, die Mutter. Trampelspiel schaffe ich, ja. Kein Problem. Bislang gar nichts. Hä? Voll aufpassen, Mann. Gamepad gucken und TV-Bildschirm gucken, ey, sauer anstrengend. Minispiel geschafft. Ja, ich weiß, was da kommt. Kannst mich nicht mehr veräppeln. Die hat eine Perücke. Ich mach trotzdem. Weiß man doch nicht. Spiel geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was hier in Level 3 so viel schwieriger sein soll. Keine Panik, alles ist gut. Nein, Spiel nicht geschafft. Ist okay, alles gut.
Nein, schon wieder nicht geschafft. Der Tyrannosaurus hat uns erwischt. Was? Was geht denn jetzt mit der ab? Übelste Panik. Kriegen keine Energie ab. Jetzt geht's Fernsehen gucken, oder? Okay, wir haben also einen Zombie oder sowas. Die guckt die Werbung von der Wii U. Was? Ja, ich habe das Spiel gemacht gerade, Mann. Also hat die in meinem Fern... Die wollte in meinem Zimmer Fernsehen gucken. Habe ich das richtig verstanden? Übelst. Ich kann es nur empfehlen. Wirklich das vielleicht beste Spiel von Game & Wario. Bisher auf jeden Fall, ja. Und schockierend. Das ist das beste Spiel eigentlich darauf basiert, was früher mal war. Was die anderen Wario-Spiele zuvor hatten. Aber wunderschön ergänzt durch die Mutter und so. Das bringt echt Zucker rein. Aber muss man nicht, ja. Du spielst mit 18 Volt und konzentrierst dich auf die Minigames. Nicht schlecht. Ja, ich freue mich auf mein Let's Play zu WarioWare Mega Party Games für den GameCube. Das wird kommen. Bis dahin sage ich erstmal, Freunde, danke fürs Ansehen. Daumen hoch nicht vergessen für Gamer! Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich glaube, mit dem Singleplayer-Finale. Mit Bird. Das Einzige, was fehlt, ne, warte. Hier haben wir alles. Ja. Das haben wir alles gezockt. Das haben wir alles gezockt. Nur noch Bird. Ist es ein Angry Bird oder... Was ist damit auf sich? Wir werden sehen im nächsten Part, Freunde. Nicht verpassen. Bis dann und ciao!